right. There is no need for this. We are free. Free country. And it's time to say that's cartoon. I can draw a cartoon every day and I can convey my message with no rules, with no censorship. Wir befinden uns zurzeit auf einer Tagung über Karikatur als Waffe gegen den Imperialismus und den Kolonialismus in Fayoum. Das ist eine Oase in der Wüste südwestlich von Kairo, im einzig existierenden Karikaturmuseum der arabischen Welt. Wir haben verschiedene Leute eingeladen, vor allem Forschende auch zum gleichen Thema aus Ägypten. Plus Leute kommen aus Indien und besprechen mit ihnen aus interdisziplinären Perspektive unseren Forschungsbereich. Das Satireprojekt B1 am Cluster ist ein ziemlich wichtiges Projekt für das Cluster, weil das sehr interdisziplinär ist und transkulturell. Es behandelt Themen und Projekte, die von der islamischen Welt über Südasien bis nach Ostasien strecken. Und das finde ich sehr interessant, weil in Karikaturen kann man dann eine politische Botschaft auch auf den Punkt bringen. Die ägyptische Karikatur hat einen ganz klar transkulturellen Hintergrund, und zwar ist sie entstanden aus dem Zusammenfließen zum einen der arabischen Erzählertradition und dieser Satirestücke, die in Schattentheatern zum Vorschein gekommen sind, und zum anderen dem Einfluss der europäischen Satiremagazine wie Charivari Punch und Van Fuller. The caricature is very important in Egypt because you see we have a great number of analphabet in Egypt, and sometimes there is a lot of message which you can give through caricatures. For many people, when there is some newspaper, they know in the last page there is an important caricature every day. So people, they buy the newspaper and look to the last page and see, and they got the message. Alexander Saroukhan, der als Hauptvater der zeitgenössischen ägyptischen Karikatur immer wieder genannt wird, hat in den 30er Jahren in Zusammenarbeit mit der Zeitung Rosel Yusuf, das war eine sehr wichtige Satirezeitschrift zu diesem Zeitpunkt, ein satirisches Nationalemblem für Ägypten entwickelt, und zwar den Masri Effendi. Das hat er gemacht nach dem Vorbild einer Karikatur aus einer englischen Zeitschrift des kleinen Mannes von der Straße. Den hat er dann angepasst an das ägyptische Schema, und zwar hat er seinen Zylinder ersetzt durch einen Fes und seinen Regenschirm, den er bei sich trug, durch einen Rosenkranz. Cartoon to me is a message, of critical theme I can convey to everybody with no rules, just being myself. I'm not making fun of anybody. I'm trying to be myself. I'm trying to convey the message of what I'm feeling and what I'm living at the moment.